Servus Freunde, herzlich willkommen hier zur weiteren Folge von Wreckfest. Ja, wir haben heute hier eine wunderschöne Serie ausgegraben bzw. vorbereitet. Und zwar hier die Crash-A-Rama. Geht über 8 Rennen hinweg, das heißt wir werden 2 Folgen lang hier diese Meisterschaft fahren. Und fahre, Termine, einzelnes Rennen, Top 1 Champion. Genau, wir sollen Champion werden. Und das haben wir bis jetzt in dieser Meisterschaft rüber geschafft. Also unser, Speed Demon ist schon ein brutales Biest, also der kriegt das wunderbar hin. Wie gesagt, wir werden 4 Rennen fahren pro Folge, also diese und nächste Folge. Dann haben wir hoffentlich 800 Punkte aus dieser Meisterschaft mitgenommen. Und ja, wo starten wir? Wo sind wir so unterwegs? Genau, von 22 ist schlecht. Wir müssen aber nur die beste Runde fahren und das können wir. Das ist recht auf dieser Strecke. Für den Stern zumindest mal. So, schon mal ein bisschen durchgeboxt. Ja, ist gut, Kollege. Sabotieren lasse ich mich hier natürlich nicht. Komm, McQueen. Lightning McQueen ist hier am Start, Leute. Du hast aber schon ordentlich die Karosserie gewechselt. Ich glaube, du musst wieder mehr Sport machen hier. Lightning, also so kann das nicht weitergehen. Mach Platz für die neue Generation Rennwagen, komm. Das ist deutlich die schnellste Rennrunde jetzt hier von uns. Wir haben schon mal 2,6 Sekunden auf dem Zweitplatzierten. Ich dachte jetzt schon, hier geht's entlang. Mist. Da habe ich mitten unter der Kurve die Lenkung aufgemacht, weil ich gemeint habe, das ist schon am Ende. Also wir sind schon am Ende der Kurve angekommen. So, das ist jetzt aber definitiv die schnellste. Wir sind in Runde 3 von 6, also die Rennen gehen hier ein bisschen länger, also. Gut, dann werden wir jetzt in dieser Folge dann doch nur 3 Rennen fahren, wenn jedes Rennen so um die 6 Minuten dauert. Dann passt das nämlich. Jetzt sind wir hier dann doch deutlich besser rausgekommen. Zumindest was das Gefühl angeht. Das dürfte nochmal eine Zeitenverbesserung sein. Und 2,2 Sekunden schneller gewesen als in der vorherigen Runde. Also das soll ja mal was heißen. Da sieht man einfach, was so eine Berührung eigentlich an Zeit kostet. Das ist echt nicht wenig mittlerweile.
kein guter Exit hier aus der letzten Kurve. Nichtsdestotrotz werden wir ausbauen. Kann es mir fast nicht anders vorstellen. Klar, rundenzeitenmäßig waren wir jetzt langsamer unterwegs. Wird diese wahrscheinlich auch sein, wenn wir hier jetzt gerade Offroad fahren. Und das gibt's nicht, Leute. Ich verpasse hier einen Checkpoint. Jetzt müssen wir erst wieder aufholen. Da waren wir in so einer komfortablen Position unterwegs. Komm, dem Lightning McQueen mit. Scheiße, nee, hat er nicht. Aber Lightning McQueen jetzt auf der 2, so gefällt mir das. So, komm. Es fühlt sich nicht so geil an hier, muss ich ehrlich zugeben. Mit dem Setup. Also das Getriebe, finde ich, ist ein bisschen zu lang übersetzt für manche Passagen hier. Wobei aber hier im Großen und Ganzen die Übersetzung eigentlich passt, muss man sagen. Es ist nur ein bisschen zu hart, fällt mir auf. Und da haben wir zum Schluss knapp 2,8 Sekunden ist auf jeden Fall ja ein guter Vorsprung, würde ich mal behaupten. 58,256 war die schnellste Runde von uns. Das ist somit auch die schnellste Rennrunde. Das heißt, wir haben auch das Sternchen erfüllt. Wir haben Streetzündung für Rammer S und knapp 3000 Credits erhalten. Creditsmäßig geht es jetzt ganz steil nach oben. Und ja, unser Speed Demon. Der hat natürlich Hunger nach mehr. 100 Punkte haben wir von 800. Es geht weiter auf Schotter 1. 100% Schotter. Da müssen wir das Auto sowieso zu 100% umstellen. Da können wir mit dem aktuellen Setup einfach nicht weiterfahren. Das ist nicht gut. Beziehungsweise nicht gut für... ja, wie soll ich sagen? Nicht gut für Schotter. So. So trifft es das Ganze am besten. Wir werden wieder... oben in die Mittelstellung gehen, beziehungsweise Federung ganz weich und Differential in die Mittelstellung. Genau, so starten wir jetzt das Rennen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die Herausforderung ist, aber wir werden einfach wieder versuchen, Rang 1 einzuholen. Das ist das Wichtigste für uns. So, wo sind wir aktuell? Wo finden wir uns wieder? Wir finden uns auf Rang 4 wieder. Erstmal hier auf die Strecke rantasten, weil ich in die Richtung bin ich die noch nie gefahren. Wir sind wieder auf Startziel, also eine Runde, die ungefähr 40 Sekunden dauert. Aktuell haben wir uns Rang 3 geholt. Wenn wir die nächsten Runden weiter so nach vorne peitschen, dann sieht das gut aus. Alter Schwede, der hat mal einen Sprung hier hingelegt. Destroyer, so, jetzt gleich destroy ich dich. Da habe ich dich ausgestochen, Kollege.
Lightning McQueen jetzt wieder auf Rang 2, also da ist mein dichtester Verfolger hier. Dürfen wir keinen Sieg schenken, dürfen wir nicht. Aktuell somit auch der härteste Konkurrenz hier in der Meisterschaft. Nicht nur im Rennen. Wir haben schon mal knapp 3 Sekunden sogar. Es sind sogar 3. Ja, jetzt ist fast nichts mehr. Eine Kurve, alles weg. Müssen wir wieder neu rausbauen. Schöner Sprung hier. So, haben wir wieder ein bisschen was rausgeholt hier. Komm rum. Jawohl. Eieieiei, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, was wir hier machen. Nochmal 1,8 Sekunden schneller. Somit auch eine neue, schnellste Rennrunde gefahren. Ja, das ist eine geile Runde, Leute. Das ist eine richtig geile Runde. Yes, das wären 4 Sekunden, so wollte ich sagen. Ja, 4 Sekunden. Da war ich jetzt auch richtig unterwegs und eine 42.335 von schnellster Rennrunde. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, Leute. Ein Rennen geht's jetzt noch. Ja gut, der Lightning McQueen ist sogar noch einen Platz zurückgerutscht. Für uns super, für ihn natürlich schlecht. Wir haben Dachbügel für Firefly, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das Ding braucht nämlich am Dach noch ein bisschen was. Ansonsten ist es doch relativ weich. Und wir haben jetzt 200 von 800 Punkten schon mal gesammelt. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und jetzt sind wir auf Sandgrube 2 unterwegs. Volle Strecke. Streckenlänge 2,26 Kilometer. 6 Runden. Startplatz 24. Das wird jetzt was, Leute. Startplatz 24 ist der beschissenste Startplatz, den man sich einräumen kann hier für so ein Rennen. Geht gar nicht schlechter. Hey. Naja, was soll's. Müssen wir mit leben, aber ich glaube, das schaffen wir schon. Wir sind deswegen, glaube ich, nicht suizidgefährdet. Keineswegs hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf Starten und versuchen mal, überrunde mindestens einen Gegner. Wie soll denn das gehen? Wieso stehe ich jetzt doch 18, nicht 24? Ist doch da gestanden, Startplatz 24. War schon mal gut innen durchgequetscht. Lightning, du bist auch ewiger Zweiter, kommt mir so vor. Jetzt wird er sogar noch weiter nach hinten durchgereicht. Und da sind wir schon mal richtig gut auf Rang 2 unterwegs. Rang 1 wird jetzt auch nicht mehr das großartige Problem sein.
Das Beschleunigungsrennen gewinne ich, Baby. Erste Runde, beste Runde. So sehe ich das natürlich gern. Und so kann es bitte danke auch weitergehen. Das war jetzt innen relativ scheiße angefahren und da ist er schon wieder. Nein, 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 nein. Lightning McQueen hat sich wieder am Platz nach vorne geangelt. Gut, Estopal habe ich jetzt auch gut nach hinten manövriert. So, und somit sind wir weiterhin auf Rang 1 mit der schnellsten Rennrunde. Komm rum, jawohl. Eine 1,12 ist definitiv noch drin, das weiß ich. Das spüre ich im Urin. Also enger, glaube ich, geht die Kurve hier fast nicht zum Nehmen. Hier müssen wir aufpassen, hier ist das Setup nicht für gebaut. Oh, hier fühlt er sich gleich wieder wohl. Und das hat sicher wehgetan, hier einen Baum zu knutschen. Also das Speed Demon, so wie er aktuell aufgebaut ist, ist schon extrem gut hier. McQueen ist wieder auf 2. Kaching! Das ist aber ziemlich am Quertreiben da hinten. Jetzt haben wir ja natürlich McQueen hier die beste Ausgangslage gegeben, um uns hier irgendwie nur zu überholen mit dem blöden Exit. Und hier glaube ich sind wir nicht mal die schnellsten auf dem Track. Die Sandgrube ist mir aber noch nie so wirklich gelegen. So, komm, fang dich, fang dich, fang dich. Jawohl, jetzt geht's wieder vorwärts. Okay, okay, okay. Das Ding ist halt so fett, den schiebst du nicht weg.
Ach, schade, der Pfosten bricht. Ich wollte nämlich schon mal ein paar Mal wen dagegen schieben, aber irgendwie hat das nie so richtig geklappt. Hier hoch wäre ich sogar schneller ins Wieder Lightning. Egal, wir drehen ihn nicht. Hauptsache hier vorbei sind wir. Komm, komm, rum. So, Lightning McQueen ist nur 0,6 Sekunden hinter mir. Ich bin generell heute so ein bisschen Zugfahrer hier auf dieser Strecke. Aber es liegt nicht ganz zu dem Wagen hier und mir persönlich auch nicht. Aber hier im Schlusssprint haben wir nochmal ordentlich was rausgeholt. Und somit holen wir uns den nächsten Sieg nach Hause. Jawohl, so kann es natürlich weitergehen. 1:13.693 war ja unsere schnellste Rennrunde. Der Roadslayer von Fader Andreas ist eine 1:12.035 gefahren. Also 1,6 Sekunden schneller. Hut ab an dieser Stelle. Plus 3200 Credits und Schutzgitter für Nexus RX. Das ist natürlich eine schöne Zahl. Ich bin jetzt aber raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Wreckfest. Bis dorthin, haut rein. Ciao, Leute.